gehst du wählen? Ich gehe nicht wählen, weil mich eigentlich die ganze Politik-Sache nicht interessiert. Ich gehe wählen, weil es ja wichtig ist. Also ich gehe wählen, weil ich hoffe, dass meine Stimme etwas zählt. Aber ich bin auch ein frustrierter Wähler. Ich gehe wählen, weil ich es wichtig finde, seine Meinung preiszugeben, beziehungsweise auch selber seine Meinung weiterzugeben. Ich gehe nicht wählen, weil ich die türkische Staatsbürgerschaft habe und nicht wählen darf. Nein, ich gehe nicht wählen, weil ich von der Politik nichts halte und von der Regierung auch nicht. Natürlich gehe ich wählen. Ich gehe wählen, weil das schon wichtig ist, ein bisschen zu versuchen, was zu verbessern. Weil nur wenn man wählen geht, kann man auch möglicherweise was verändern. Nein, weil ich mich mit Politik momentan absolut nicht auseinandersetzen konnte. Nein. Ich weiß nicht, weil sich da oben sowieso nichts verändert. Egal wen du willst, am Ende kommt sowieso dasselbe raus. Steuern werden erhöht. Ja doch, also ich gehe generell wählen, damit ich halt auch mitentscheiden kann, wo lang es geht. Würdest du für 3 Euro wählen gehen? Nein, auch nicht. Auch. Würde ich nehmen, sagen wir mal so. Wenn ich mich nicht informieren kann, dann brauche ich auch nicht wählen gehen, weil dann wähle ich irgendwas und weiß nicht was. Nö, auch nicht. Warum? Was müsste die Politik in diesem Stadtteil ändern? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Also ich beschäftige mich nicht so sehr damit, deswegen kann ich dazu leider nichts sagen. Aber vielleicht mehrere Spielplätze oder keine Ahnung, mehrere Möglichkeiten für Jugendliche oder kleine Kinder, so wie Jugendzentrum. Sich mehr für die Jugendlichen einsetzen, denn wenn die aus der Schule kommen, kriegen die ja keine Arbeitsstelle. Die Politik hat ja immer kein Geld und dann ist es ganz schwer, was zu sagen, ne? Weil man kann ja kein Geld plötzlich ausgeben, wenn keins da ist. Aber ich finde zum Beispiel, dass die Straße, in der ich wohne, die heißt Bertramstraße, die strotzt vor Hundescheiße und das ärgert mich echt. Oh, einiges, sehr vieles, wie gesagt, Verschönerungen, dass alles auch gebaut wird, wie man sich das so vorstellen oder dies und jenes, ne? Doch, einiges. Ne? Ja, was könnte sie ändern? Fällt mir gerade nichts Passendes ein, keine Ahnung. Die müsste mehr für Arbeitnehmer tun. Kannst du Deutschland nicht beschissen. Warum? Ja. Ich kenne von meinen Kindern aus, die bekommen keine Chance. Kinderfreundlicher, sauberer sollte es werden. Ich weiß nicht, vieles irgendwie, ne? Also vielleicht mal Steuern senken, das wird schon reichen. Findest du Kommunalpolitik wichtig? Nein. Ja klar, muss man haben. Es muss ja Leute geben, die hier die Stadtinteressen vertreten von den Bürgern, die direkt wohnen. Ich finde, das ist Kunden, zeigt Kundennähe. Also Kundennähe ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es zeigt halt so ein bisschen das Interesse auch an dem Volk gegenüber. Nein. Weil ich keine Ahnung davon habe. Für mich nicht, nein. Ja, Politik ist immer wichtig, müssen wir immer nicht locker lassen. Ja, die ist genauso wichtig wie alle anderen Sachen. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, wann die nächste Kommunalwahl ist? Nee, das weiß ich auch nicht. Jetzt im September? Keine Ahnung. Nein, weiß ich auch nicht. Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, das tut mir leid. Nö, ich warte immer auf die Post und dann steht das ja schriftlich da, dann brauche ich mein Gehirn nicht damit anzufüllen.